Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Singt das heute überhaupt noch irgendwer? Ich denke mal, so ein Lied gerät auch deshalb in Vergessenheit, weil eben auch keine Mühlen mehr klappern. Sie werden einfach nicht mehr gebraucht. Jedenfalls nicht für das sie mal gedacht waren. Aber wie Sie gleich bei der Mestringer Mühle sehen werden, so eine Mühle, die kann auch heute noch etwas produzieren, das wir gut gebrauchen können. Ruhe, Entspannung und schöne Momente. Man muss schon etwas suchen, denn zufällig kommt man hier eher selten vorbei. Tief in der Eifel, mitten im Tal bei Simonskall gelegen, umrahmt von Hügeln und Wäldern, da liegt die Mestringer Mühle. Eine denkmalgeschützte Zeitzeugin, und könnte sie reden, würde sie aus dem Erzählen wohl kaum noch herauskommen, bei dem, was sie in ihren 5 Jahrhunderten schon alles erlebt hat. Es war erst eine alte Ölmühle und wurde dann Anfang des 17. Jahrhunderts zur Kornmühle umfunktioniert. Es gibt ja noch eine Mühle in der Nähe, das ist die Lukasmühle. Die beiden Mühlen haben dann sozusagen konkurriert und so ging das Geschäft, wie wir sagen, immer weiter. Im Zweiten Weltkrieg war die Mühle dann Lazarett und zwar für alle, nicht nur für die Deutschen oder die Amerikaner, sondern es war wirklich alles war hier und es ist leider auch viel gestorben worden. Auch einer der ehemaligen Besitzer kam hier ums Leben, als er 1945 auf eine Landmine trat. Es gab tragische und harte Zeiten. Heute geht es hier wieder fröhlicher zu und lebendiger. 4 Wanderwege führen direkt an der Mühle vorbei. Und damit ist sie auch ein beliebter Einkehrort für Einheimische und Touristen. Wir kommen aus der Aachener Gegend und wandern hier immer und kommen dann hier eben zum Forelle essen. Wir sind hierher gekommen, weil wir heute Hochzeitstag haben. Ursprünglich wollte ich nach Simonskall und jetzt habe ich mir ein bisschen beim Fahren verfranst und sind hier an diesem Ort gelandet. Und wenden war nicht mehr möglich, also wir mussten bis hier unten fahren. Und so ist das Paar aus Mönchengladbach froh, seinen 49. Hochzeitstag ausgerechnet an diesem Ort zu begehen. Gefeiert wird hier ohnehin viel, nachdem die alten Gasträume erst vor einem Jahr einer radikalen Verjüngungskur unterzogen wurden. Es war, geschmeichelt gesagt, sehr heimelig, sehr dunkel. 60er Jahre braune Fliesen, ganz viele Hirschgeweihe an der Wand und ausgestopfte Tiere. Heute sind die Tiere quick lebendig. Kleinod und Kunstort. Wechselausstellungen regionaler Gegenwartskünstler bekleiden die Wände der Mestringer Mühle. Die Fotos erzählen vom heutigen Eifler Landleben. Viel hat sich geändert im Laufe der Jahrhunderte. An diesem Ort ist beides spürbar: Vergangenheit und Gegenwart.